Was ist das alles? Diese Person hat keine Unterkunft. Achso, das ist ein Haus, kein Pfeil nach oben. Hat einige Zeit nichts gegessen. Dann sollte die das mal machen. Dann soll die halt futtern, hallo? Futtern jetzt mal? Oder ist nicht die richtige Zeit dafür? Uncool. Bis minus 40 Grad, ne? Uncool. Hehe. Das sind ja zwei Stufen gesenkt und hier steigt es nur eine Stufe an. Es wird jeden Tag kälter. Naja, nicht jeden Tag. Futtern die denn jetzt mal bitte was? Okay. Die essen alle. Sehr gut. Oder zumindest viele essen davon. Wahrscheinlich die hier hinten nicht. Oder? Ich weiß nicht. 14 Holz haben wir. Okay, ich brauche weitere Zelte. In zweiter Reihe. Die Premium-Plätze sind leider schon belegt. Ich sollte hier mal ein bisschen hier noch eine Straße hinbauen. Kostet die was? Okay, also das, okay, die wird dann so schräg durchgelegt. Okay. Okay, die kostet was. Okay, man sieht es ja. Genau in der Mitte hier. Interessant. Wollen die mir erzählen, dass das hier Holz ist? Na gut, das ist Holz. Okay, das ist Holz. Da haben die da irgendwie Fernwärme-Wasserleitung oder was ist das für ein Rohr? Dass der Schnee hier weggeschmolzen ist. Das wäre natürlich schlau. Das wäre natürlich praktisch. Okay. Da passiert Essen, sehr gut. Okay. Ich brauche immer noch mehr Leute hier. Beziehungsweise ich brauche mehr Unterkünfte. Leichte Frostbeulen. Ein Bewohner ist schwer erkrankt. Frostbeulen. Einer unserer Leute ist schwer erkrankt. Diagnose Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin in derartiger Kälte arbeiten müssen, war das nicht der letzte Fall. Zieht das Gesetz zur radikalen Behandlung oder das Lebenserhaltungsgesetz in Erwägung? Ja. Sollte ich machen. Das wäre sinnvoll, das stimmt. Wir werden alles versuchen, um die Schwerkranken zu heilen, von Invasivchirurgie bis zur Amputation. Die Schwerkranken werden in Sanitätsstationen behandelt. Die Hoffnung steigt leicht an. 30% der Sanitätsstationen behandeln Schwerkranken werden zu Amputierten. Ach Gottchen. Unzufriedenheit steigt leicht. Die Schwerkrampf. Achso, wir können die Schwerkrampfen nicht heilen, aber wir können sie wenigstens am Leben halten. Wir werden nicht riskieren, sie durch radikale Behandlung zu Amputierten zu machen. Die Schwerkranken werden in Sanitätsstationen am Leben erhalten, aber nicht behandelt. Die Hoffnung steigt leicht an. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Die Schwerkranken werden nicht behandelt und bleiben eine Bürde. Ach, weg mit den Körperteilen. Zack, bums. Kriegen wir hin. Okay, Unzufriedenheit. Wobei die eben schon mal höher waren, ne, glaube ich. Futtern die jetzt wenigstens alle. Nahrung ist halt echt wenig. Okay, die Essensrationen sind dafür entsprechend viel. Die Rohnahrung ist halt wenig. Essensrationen sind viele. Das steht aber nicht für wie viele Tage das hält, ne? Noch ein Zelt. Okay, da sind sie deutlich kälter. Kalt. Ja, weil es halt minus 40 Grad ist. Man könnte das ganze Ding jetzt hier mal overdriven vielleicht. Das heißt, alles ist einmal gestiegen. Allerdings meine ich, dass das Ding dann irgendwann auch mal Schrott ist. Genau, hier ist das. Generatorbelastung. Die Generatorbelastung erhöht sich, wenn die Überlastung aktiv ist. Erreichen die Belastung 100%, explodiert der Generator und das Spiel ist beendet. Tja, das klingt nach viel Spaß. Wie schnell sinken das Ganze wieder? 3%. Ich mach's mal an und ich hoffe mal, dass ich drauf achte. Okay. Sollte man Sachen erforschen hier. Technologie. 15 Holz, 5 Stahl. Das ist... Ich brauche noch Unterkünfte, ja, aber ich brauche auch... Ich sollte mal mit der Technologie anfangen, damit die ganzen Sachen mal effizienter werden hier. Wie die Shift endet. Ein Holz hätten sie mehr machen können, hallo?
geschlossen. Warum sind die immer geschlossen? Das ist doch doof. Warum renne ich hier noch immer hin, obwohl da eigentlich Feierabend ist? Oder schlafen die da? Oder? Ah ne, das sind die Jäger. Das sind die Jäger. Aha. Die rennen hier hoch oder was? Ist das hier, haben die hier eine große... Haben die hier einen Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl. Aha, ich verstehe. Ich verstehe dieses Spiel. 5 Uhr morgens, okay. Es hungert gerade niemand. Ich bin sehr erfreut. Vielleicht sind alle verhungert, ich weiß es nicht. Ich muss durchhalten, die Leute verlassen sich auf mich. Ja. Yeah. Francis Wake, das ist eine gute Einstellung. Ein weiterer Tag, eine weitere Schicht, so ist das Leben. Vollkommen richtig. Einwohner. Okay, man sieht hier unten die Zeit quasi, die abläuft, oder wie ist das gemeint? Wahrscheinlich darf ich die ganzen Sachen nicht zu dicht aneinander bauen, ne? Das sind nämlich auch hier temperaturerzeugende Sachen, glaube ich. Kinderheim und Jagdhütte. Das heißt, ich hätte in die Gegend da was bauen können oder sollen, oder? Das ist doch temperaturerzeugend, ne? Das Symbol? Oder ist das, ist es quasi ein Symbol für WLAN? Ich weiß es nicht. Kohlehaufen erschöpft. Nee. Holzkisten, Holzkisten. Kohlehaufen. Der ist voll dabei. Der ist noch nicht voll dabei. Achso, warte mal. Hier die Ingenieure sind nicht beschäftigt. Ich hätte gerne mehr Holz. Zack, so. Oh ja, ich sollte den ausmachen. Hoppala. Huch. Hoch, hoch, hoch. Unzufriedenheit war, glaube ich, sehr hoch, ne? Eben. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. 144 pro Tag. Okay, das ist viel. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Die Kälte, die Kälte, die Kälte. Ganz uncool. Ich meine, ich habe 400, aber trotzdem ist ganz, ganz uncool. Die bringen gerade mal das Rotzeug hier zurück anscheinend. Oder haben die das schon verarbeitet? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was ist hier los mit der... Wollen die den Straße haben oder was ist das? Machen wir es so. Bauen wir eine Straße rein. Schadet anscheinend nicht. Wobei, jetzt habe ich wenig Holz. Ich brauche immer noch Unterkünfte. Ja, das ist die Zeit, die abläuft quasi, bis es erfüllt sein sollte. Scheint mir noch sehr. Okay, Zeit geht aber weiter. Das heißt, ich baue mal das nächste Zelt. Hier neben das Wärmeerzeugende etwas. Jagdhütte. Sah zumindest so aus. Ja. Scheint so. Hier ist jetzt halt ganz doof. Achso, das hat überhaupt keine Straße. Okay, das hat keinen Zugang in irgendeiner Form. Aha. Interessant. Hat das jetzt funktioniert? Nee, oder? Habe ich kein Holz dafür, oder was? Ich habe kein Holz. So. Das kriegen wir hin? Oder ist es jetzt hier nicht richtig? Versprechen gehalten, Schutz vor Wind und Wetter. Okay. Alle fühlen sich mit einem Dach über den Kopf erleichtert, selbst dann, wenn es klappert. Hoffnung steigt. Sehr gut. Und das ist nicht mal... Ich habe das Haus nur angeschlossen jetzt. Das andere ist noch nicht mal gebaut. Das heißt, ich habe jetzt sogar Plätze noch frei. Jetzt habe ich leerstehende Häuser quasi. Und das ist mit Wärme nicht gut versorgt. Gar nicht gut versorgt. Ich brauche mal hier die nächste Dampfstufe. Wobei das halt nicht gut ist. Nur nicht erforscht. 12 Kohle, um das... Steam-Level da anzupacken. Also anscheinend sind noch nicht alle Sachen komplett übersetzt. Scheint mir so. 2 Temperaturen, 1 Wärmezonen, 200% Kohleverbrauch. Also es ist... Man kann die dann nachher noch umstellen anscheinend, ne?
Okay, aber das Umschalten verbraucht auch immer Zeug. Aber man kann halt einstellen, wie stark das Ding laufen soll. Für die Zufriedenheit der ganzen Sache. Ist schön, wie das hier zugeschneit ist, je kälter die ganze Gegend ist. Okay, the shift is ending, ja. Sammelstelle schon gut. Was hätte ich davon, eine andere Sammelstelle zu basteln? Wahrscheinlich mehr Platz, oder? Die Arbeiter hier sammeln Rohstoffe aus nahen Kohlehaufen, Holzkisten und Stahltrümmern. Okay. Ist halt ein Maximum da an der Stelle. Technologie, Werkstatt. Kann ich bauen, stimmt. Okay, okay. Sehr gut. Mal was an. Kloppen wir das mal da an. Da sind die Jäger wieder, die abhauen. Ich hoffe, die bauen das da fröhlich vor sich hin. Ich hoffe, die Nahrung reicht. Im Moment haben sie aber auch keine Probleme mit Nahrung. Ne? Das ist ganz schön. Okay. Ich brauche nur neue Leute hier. Ich brauche nur noch mehr Leute. Im Moment sammeln die einigermaßen. Sie sammeln eine angemessene Menge an Holz. Wobei ich wahrscheinlich die Ingenieure in der Werkstatt brauche. Zack. Genau. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Ansonsten hätte man hier draufklicken können. Oder wie ist das? Gebäudeisolierung. Minus 2 für Wetter. Okay. So. Ich kann neue Gesetze basteln. Okay. Hierhinter kommt aber nichts weiteres. Okay. Okay, das sind aber keine Sachen, wo man sich entscheiden musste, oder? Friedhof. Puh, was haben wir hier? Kampfarenen. Machen wir Kampfarenen. Da gibt es nicht viel zu entscheiden. Ich freue mich auf einen guten Kampf. Es wird genau wie früher sein. Gut, Kämpfe wetten war immer schon fast so schön wie die Rennen. Was sind das alles für Leute hier? Meine Güte. Ich hätte gerne ein Forschungsziel festgelegt, oder? Neue Forschung, fantastisch. Und da ist der Forschungsbaum. Er ist auch nicht unbedingt klein. Von daher, interessant. Dampfzentrum. Dampfzentrum ermöglicht den Bau von Dampfzentren. Zeit 7 Stunden, Beforschungsrate von 100%. Wenn sie vom Generator angetrieben werden, erzeugen diese Vorrichtungen kleinere Wärmezonen um sich herum. Jedes aktive Dampfzentrum verbraucht 3 Kohle pro Stunde. Okay. Heizkörper ermöglicht den Einsatz von Heizkörpern zum Heizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeiten. Jeder Heizkörper erhöht die Temperatur eines Arbeitsplatzes um eine Stufe und verbraucht im Betrieb 1 Kohle pro Stunde. Okay, das ist alles benötigt, um hier spätere Sachen zu machen. Okay. Erkundungsindustrie, Signalstation. Das müssen wir machen, um hier Kollegen zu finden, ne? Ermöglicht uns Späher auszuschicken, die in der Wildnis nach Gütern und Überlebenden suchen und sie in unsere Stadt bringen. Ausgucker in den Stationen können auch Gruppen entdecken, die sich nähern. Ich habe nicht genug Holz, verdammt. Aber das wäre das, was ich machen müsste. Schnelleres Sammeln. Durch den Einsatz besserer Werkzeuge und Arbeitsweisen sammelten die Einwohner Rohstoffe aus Kohlehaufen, Holzkisten und Stahltrümmern um 15% schneller. Unabhängig davon, ob eine Sammelstelle benutzt wird. Unabhängig? Aha. Okay, 10 Holz. Ich hab kein Holz. Dampfkern habe ich auch nicht genug. Okay, es gibt verschiedene Sachen. Sägewerk, es gibt, kann sogar scrollen oder was? Nee. Ausrüstung für Jäger. Dank besserer Schneeschuhe und Tarnkleidung kehren Jäger, die von der Jagdhütte aus aufbrechen, mit mehr Rohnahrung von jeder Jagd zurück. Bis zu 20 Rohnahrung pro Jagd, nicht nur 15. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Holz. So. Ich brauche sehr viel mehr Holz. Von mir, ich hoffe, dass es wird gleich wieder wärmer. Sehr gut. Da ist jetzt wieder wärmer geworden. Ja, sehr gut. Puh. Nur noch minus 30 Grad.
Und Zufriedenheit ist stark gesunken, anscheinend, oder zumindest erkennbar. Das ist schon mal gut. Die Sonne steigt. Ey, aber kann ich das jetzt? Warum hat er mir das jetzt aufgemacht? Boah, eine Kampfarena, ja. Achso, das ist auch nur eine gewisse Zeit, in der man das einzuhalten hat. Okay, hier dieser Balken, der zieht auch da langsam runter. Ist natürlich fies. Okay, Arbeit hat jetzt begonnen. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche auch mehr Holz. Ich hoffe, dass ich bald mal mehr Arbeiter bekomme. Aber die müssen wir wahrscheinlich aus der Landschaft kratzen, ne? Scheint mir so. Okay, Kohlehaufen, keine. Da. Holzkisten, bitte. Sind das Holzkisten? Das sind Holzkisten. Halt, stopp. Wenigstens Hunger hat keiner. Ist schon mal gut. Was ist hier jetzt los? Achso, okay. Benötigt Rohnahrung. Okay, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt das Problem? Das heißt, ich könnte so lange eigentlich auch die Leute da rausnehmen, oder? Solange ich keine Rohnahrung habe. Machen wir das so. Ich schmeiß nochmal ein bisschen mehr Holz ran. Ich könnte noch mehr Kohle haben, aber das... Technologiebaum. Okay, den habe ich jetzt extra freigeschaltet. Okay. Ausrüstung für Jäger. Machen wir das mal. Okay, und ich muss jetzt eine ganze Zeit lang warten. Okay. Eine Arena. Was wollen sie denn haben? Kampfarena. 20 Holz, 10 Stahl. Stahl habe ich, Holz nicht. Kriegen wir aber hin. Was ist jetzt hier? Eine zerrissene Familie. Sir, nachdem wir die Werkstatt erbaut hatten, kam eine Frau zu uns. Sie sagte, ihr Mann und ihre Tochter seien nicht mit der großen Gruppe in die Stadt gekommen, aber sie ist sich sicher, dass sie immer noch da draußen sind. Sie möchte sich den ersten Speerteam anschließen, das wir losschicken. Sie drängt zur Eile. Wir tun, was wir können. Das ist so typische Beamtensprache. Oh, wir kümmern uns darum. Oh, wir tun, was wir können. Ich werde es weitergeben. So, können wir jetzt das mal machen hier. Kampfarena könnte man machen. Technologie muss ich erstmal machen. Bauen wir eine Arena. Ist das der Einzug, in dem die glücklicher sind, oder was ist das? Grenzt nicht an Straße an. Ja, das kriegen wir hin. Hoffe ich. Ich habe Hoffnung, dass ich Straßen bauen könnte. Reicht das als angrenzend? Oder muss es komplett angrenzen? Die Straße ist noch nicht existent. Ich müsste dann nochmal einen weiteren Ring drum. Na, wobei, wenn ich einen ganzen Ring drum ziehe, ist auch doof. Bauen die denn jetzt oder sind das die Jäger, die gerade hier rausziehen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ah, die bauen jetzt gerade. Okay, fantastisch. Tja, Sachen erforschen, ne? Einer wurde amputiert. Haha. 15 Kranke. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch eine Krankenstation bastle. Oder? Hier werden gewöhnliche Krankheiten behandelt. 25 Holz, Basisheizstufe 1, ja. Uncool. Erste Amputation. Müsste groß geschrieben sein. Wir mussten amputieren, um das Leben dieses Patienten zu retten. Leider ist er jetzt nicht mehr imstande zu arbeiten. Zieht das Pflegeheim oder das Prothetikgesetz in Erwägung? Ich kann Gesetze nicht machen, oder? Ich kann noch nichts machen, Miss. Die Hoffnung steigt, sehr gut. Unzufriedenheit sinkt aber, steigt aber auch ein bisschen. Tja, dieses Abwägen, was man wann wie machen könnte und sollte, ne? Das ist, glaube ich, der interessante Teil am Ende. Es ist am Ende halt ein Survival-Aufbau-Strategiespiel. Von daher, es kann durchaus gut sein, dass die ganze Gegend hier sehr, sehr eingehen wird. Das werden wir nochmal sehen.
Ich hoffe, es wird nicht so schnell passieren. Sagen wir es mal so. Ja. Gut. Ich mache an dieser Stelle eine kleine Pause. Das heißt... Na, wobei. Na doch. Ich hau hier nochmal eben kurz die Leute wieder raus. Und dann hau die hier wieder rein. So. Ich danke fürs Zuschauen bei Frostpunk. Und hoffe, dass ihr demnächst mal wieder einschaltet. Ich habe bisher meinen Spaß. Und ich hoffe, ihr auch. Von daher, bis zum nächsten Mal. Adieu und tschüss. Und wie speichert man genau? Da. So, fantastisch. Bis dahin, tschüss.